Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zur sechsten Episode des Samuel Lift Podcast. Tatsächlich schon die sechste Folge und ich habe wieder einiges an Redebedarf für mich gesammelt und möchte heute darüber sprechen. Eine der wichtigsten Themen für mich ist in den letzten Wochen passiert, die ich für mich sehr wahrgenommen habe und sehr verarbeiten musste und möchte das Ganze nochmal heute retroperspektiv betrachten. Und zwar bin ich ja, wie die meisten von euch wissen, jetzt circa vor 2 Jahren, ja nicht ganz, anderthalb Jahren extrem krank geworden. Und mit der größte Faktor deswegen war, glaube ich, Alkohol. Retroperspektiv betrachtet würde ich sagen, dass einer der größten Faktoren waren, neben dem Schlafmangel, dass es der Alkohol war. Und ich dachte immer wieder, dass ich zurück kann, ab und zu was trinken ist in Ordnung und das kann ich machen. Und ich habe mich jetzt vor, ich glaube, ungefähr 2 Wochen, ich weiß das Datum nicht mehr, müsste ich mal nachschauen, habe ich mir aufgeschrieben. Da saß ich hier auf der Couch mit einem sehr guten Freund von mir und habe einen Schluck von einem alkoholischen Getränk getrunken und hab ihm gesagt, ich habe es direkt gespürt im Körper, dass es mir absolut nicht gut tut und habe dann für mich im Alter von 18 Jahren entschieden, dass ich nie wieder Alkohol trinken werde. Ich werde nie wieder bewusst Alkohol trinken. Vielleicht esse ich mal irgendwas, wo Alkohol drin ist. Natürlich kann ich das nicht ganz genau wissen. Aber ich werde nie wieder in meinem Leben bewusst Alkohol trinken, weil mir das Ganze keine Freude bereitet. Und wisst ihr, warum das für mich so einfach ist, kein Alkohol zu trinken? Das war davor auch immer, mir schmeckt Alkohol nicht mal. Ich weiß nicht, wie einem Menschen Alkohol schmecken kann. Mir tut es seelisch extrem weh. Während ich es trinke, habe ich wirklich ein Gefühl, was mich von Unglück im ganzen Körper und habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich muss mich jetzt zwar jedes Mal rechtfertigen vor Menschen in meinem Alter, warum ich kein Alkohol trinke, aber das ist für mich kein Problem. Ich fühle mich einfach 1000-mal besser ohne Alkohol. 1000-mal. Ich war jetzt auch eine Woche auf Mallorca und auf Mallorca in meinem Alter trinken alle Alkohol. Das ist das Wasser. Abends, Wodka eh, jeder. Und ich musste mich, glaube ich, auch ein paar Mal wiederholen, dass ich keinen Alkohol trinke. Auch mein bester Freund, der hat mir ein paar Mal gesagt, weil er betrunken war, natürlich nicht mit Absicht, komm schon, noch einen Schluck. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Es tut mir wirklich nicht gut. Und ich finde es so verblüffend, dass für mich dieses, weil ich es gar nicht möchte und weil ich in meinem Kopf klar gemacht habe, dass ich dieses Getränk, diese Droge für mich nicht mehr brauche und ich möchte, weil das mir einfach übertrieben schlecht, dass ich es auch gar nicht mache. Also dann fällt es mir viel einfacher, davon fernzubleiben. Zum Beispiel bin ich ja auch zuckersüchtig oder, wie sagt man, essgestört. Und in dem Fall beim Essen ist es eben ein bisschen anders, weil ich weiß zwar, dass es mir schlecht tut, aber das ist irgendwie ein anderes Gefühl als zum Alkohol. Während ich es esse, habe ich nämlich ein gutes Gefühl. Mit dem Alkohol habe ich schon während dem Trinken ein schlechtes Gefühl. Und genau deswegen ist es beim Essen ein bisschen anders, das Verhältnis der Droge zum Beispiel. Und so habe ich für mich jetzt betrachtet, dass es extrem einfach ist, auf Dinge zu verzichten, die du für dich selber im Kopf, Alkohol könnte mir auch gut schmecken, aber mir schmeckt es so mal nicht gut und deshalb fällt es mir so einfach. Und weil mir Zucker so extrem gut schmeckt, fällt es mir schwer, auf Zucker zu verzichten. Und daran muss ich jetzt arbeiten. Ich muss für mich selber klar machen, dass ich diese ungesunden Lebensmittel einfach nicht mehr mag, dass ich die eklig finde. Und das, an dem Punkt bin ich mittlerweile auch schon. Ich finde extrem viele Sachen, die ich früher täglich gegessen habe, extrem eklig. Auch eine sehr interessante Sache. Ich habe vor 5 Jahren, nicht mal, ich glaube vor 4 Jahren noch, habe ich Gemüse verabscheut. Ich habe mich überwinden müssen, als ich mit der Diät angefangen habe, sowas wie Brokkoli zu essen. Und ich fand auch Fleisch extrem eklig früher. Also ich fand wirklich Fleisch eklig, von der Konsistenz her, vom Kauverhältnis. Fand ich fast alle Fleischsorten eklig. Und habe mich dann irgendwann gezwungen, Fleisch zu essen mit 16 oder 15 Jahren, weil ich mit Sport angefangen habe. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich alles ausprobiert habe und jetzt diese ganzen Sachen wieder rausnehme, die mir schaden. Ich habe mit Fleisch angefangen, hau Fleisch wieder raus. Ich habe mit Alkohol angefangen. Ich habe mit schlechter Ernährung wieder angefangen. Und ich hau wieder alles, was mir schlecht tut, raus. Das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl als früher, weil früher habe ich die ganzen Sachen getan, aber nicht gewusst, dass sie mir schlecht tun. Und jetzt weiß ich, dass sie mir schlecht tun und kann sie einfach entfernen. Auch Dinge, die ich früher gut gemacht habe schon, die ich dann schlecht gemacht habe, die ich jetzt wieder gut mache, ist es ein ganz anderes Gefühl als früher, als ich es gut gemacht habe. Weil jetzt habe ich eben die Erfahrung gesammelt, wie es ist, wenn ich das und das mache. Ich habe mal geraucht, ich habe Alkohol getrunken und diese beiden Dinge
Habe ich getan, habe sie davor nicht getan, habe sie dann getan und jetzt tue ich sie wieder nicht mehr. Weil ich eben für mich selber klar gemacht habe, nein, das muss ich nicht mehr. Ich finde das eine extrem schöne Erfahrung, dass ich jetzt schon mit 18 sagen kann, dass ich die Sachen ausschließen kann, weil ich sie schon ausprobiert habe und sie mir absolut nicht gut tun. Im Gegenteil, sie tun mir sehr, sehr schlecht. Und ich finde das einfach super interessant, wie da das Gehirn funktioniert in der Hinsicht. Ansonsten habe ich in den letzten Wochen auch sehr viel verarbeitet, weil ich ja durch die Operation wieder sehr viel Zeit hatte und zum Nachdenken, zum Dinge tun, die ich sonst nicht tue, habe ich wieder sehr viel für mich verarbeitet, was zum Beispiel mein Alltag angeht, was ich mit meinem Alltag machen möchte. Ich freue mich mittlerweile richtig wieder auf meinen normalen Alltag. Vor allem, dass ich jetzt diese ganzen Dinge hinter mir habe. Ich meine, mein Leben, Fakt, kann nur noch besser werden. Ich habe jetzt einen ganz anderen Startpunkt als den ich vor einem halben Jahr hatte. Und wenn ich morgen aufstehe, dann ist es ein komplett anderes Gefühl, als wenn ich vor einem halben Jahr aufgestanden bin. Obwohl ich eben nur aufstehe. Es ist ganz anders. Ich habe jetzt viel mehr Möglichkeiten für mich selber. Ich hatte sie vorher auch, die Möglichkeiten, aber habe sie nicht wahrgenommen, weil ich es nicht konnte. Psychisch, seelisch, körperlich. Mittlerweile kann ich das und freue mich richtig darauf, loszulegen, Dinge zu tun, die ich früher nicht tun konnte, wollte, wie auch immer, jetzt zu tun. Jeden Tag mehr und mehr und mehr. Ja, die meisten wissen, dass ich da sehr engagiert bin in dem Bereich. Freue mich richtig darauf, einen vollen Alltag zu haben. Durch Terminkalender, wie sagt man, terminisierten Alltag, ich glaube, das richtige Wort dafür, einen ganzen Tag voller Termin zu haben und mich abends in mein Bett zu legen und zu sagen, geil, ich habe so viele Dinge erledigt und einfach zufrieden zu schlafen. Und das wird für mich wahrscheinlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung werden. Vor allem, weil ich jetzt noch ein Jahr habe, in der ich meine Ausbildung, mein Fachabitur beenden kann. Und was danach auf mich wartet, werde ich sehen. Und ich freue mich auf die Zukunft. Also ich kann wirklich sagen, dass ich mich darauf freue. Und ich konnte das lange Zeit nicht mehr sagen, dass ich mich auf die Zukunft freue. Und jetzt sitze ich hier in meiner 6. Episode des Samuel Lift Podcasts und kann sagen, dass ich mich auf die Zukunft freue. Und allein das ist für mich ein riesiges Thema geworden. Eine riesige Zukunft generell. Ich werde jetzt auch, was vielleicht auch ein sehr interessantes Thema ist, dass ich jetzt morgen wahrscheinlich oder übermorgen mich zum Shaolin-Tempel begebe in Berlin, werde mir jetzt einmal die Woche zum Kampfsport gehen. Also zum Kung Fu wahrscheinlich im Shaolin-Tempel. Ich habe mich da extrem gut informiert in letzter Zeit und mir wurde auch von meiner ja fast schon Therapeutin geraten, dass ich einmal die Woche Kampfsport machen muss, allein schon seelisch, dass mir das so extrem gut tut. Und ich habe auch gemerkt, dass mir körperlich, dass ich ja extrem viel Defizite habe, was so Körpereigentraining angeht und ich generell mehr Körperbewusstsein haben möchte. Und deswegen werde ich jetzt auch anfangen, einmal die Woche zum Kampfsport zu gehen und weniger von diesem, ich habe jetzt auch die letzten 3 Jahre nur Bodybuilding-Training gemacht, also quasi Muskeln trainiert, die ich trainieren wollte, also richtig auf Muskelmasse trainiert. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass im letzten Jahr, dass mir das immer weniger Spaß macht. Immer weniger Spaß habe ich am Training. Was am Anfang noch so extrem toll war, weil ich immer mehr machen konnte. Und jetzt seit einem Jahr dümpel ich da so planlos herum und habe einfach keine Freude mehr daran. Ich werde das natürlich weiterhin machen, aber weniger und mehr eben in die Körperbewusstseinsschiene gehen, da eben der Kampfsport Kung Fu in Berlin, wahrscheinlich im Shaolin-Tempel. Ich werde mal in den nächsten Wochen da vielleicht auch mal ein Video machen drüber und berichten, wie das Ganze da so ist und ob ich das empfehlen kann, weil ich habe als Kind schon Kampfsport gemacht, früher habe ich Kickboxen und Karate gemacht als Kind und ich habe daran großen Spaß gehabt. Natürlich als Kind war es für mich immer ein Riesenproblem, weil meine Mutter hat da immer einen Vertrag gemacht für mich und irgendwann kam der Punkt, ob es nach einem Monat war oder nach 2 Monaten, wenn ich einmal nicht hingegangen bin, wenn einmal dieser Fakt, dieser Motivations-Low tiefer und ich nicht hingegangen bin, dann bin ich da fast nie wieder hingegangen. Und das war für mich und meine Mutter, also für mich noch schlimmer, weil meine Mutter das Geld für mich bezahlt hat, einmal im Monat, den Mitgliedsbeitrag, und ich da einfach nicht hingehen wollte, weil ich auch mich nicht vor den Leuten da hinstellen wollte und mich dann quasi rechtfertigen, warum ich nicht gekommen bin. Das war immer für mich so extrem schwierig. Und jetzt, ja, freue ich mich einfach, ganz andere Blickwinkel zu haben, auf diese ganzen Themen zu betrachten. Habe ich gerade ein richtiges Deutsch benutzt? Ich glaube nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. So,
Ansonsten, ja, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin auch sehr müde vom Urlaub, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte. Trotzdem bin ich sehr müde, weil es teilweise ziemlich anstrengend war. Dennoch ist mir auch aufgefallen, dass ich mit der Stressverarbeitung extrem gut umgehen kann. Dadurch, dass ich eben so viel Stress im Alltag habe, sind mir so Dinge, die für andere so extrem Stress verursachen, sehe ich mittlerweile extrem gelassen und kann mich da komplett zurücklehnen. Wo andere wirklich komplett die Verfassung verlieren, weil ich einfach denke, nein, das ist für mich kein Problem. Wenn es passiert, dann ist es halt so. Macht mir aber nichts. Weil ich eben so viele andere Dinge habe, die mir viel, viel, viel mehr Schmerz bereiten als Dinge wie Geld zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel, hatten wir letztens den Fall, dass wir den Shuttle verpasst haben bei der Urlaubsreise. Und mein Kollege ist da komplett fuck, was machen wir jetzt? Und ich bin da so, ich habe mich gefreut. Ich dachte mir so, cool. Also ich habe mich natürlich kurz gedacht, scheiße, aber ich dachte mir so, cool. Ist ja nicht schlimm. Nehmen wir jetzt ein Taxi und bekommen den Flug trotzdem noch rechtzeitig. Und dann sind da halt 50 Euro weg, aber was sind schon 50 Euro dafür? Versteht ihr? Das ist einfach, das hat für mich keinen Wert. Das ist für mich einfach nur eine Erfahrung, die ich mehr sammeln durfte und es hat für mich keinerlei Stress verursacht. Null. Und das fand ich einfach super schön und wollte das mal ganz kurz euch hier teilen, mit euch teilen. Ja, wir haben jetzt wie viel Uhr? Wir haben aktuell 22 Uhr, genau. Heute ist der 29.07., wenn ich mich nicht irre. Und ich bin Samuel Lift, 18 Jahre alt. Bald bin ich sogar 19 Jahre alt. 19 Jahre da. Damit kann ich mich noch gar nicht identifizieren. Ich fühle mich immer noch wie 16. Haut rein, Freunde. Und viel Spaß.